Kommandante MK4. Gute, hier ist der Paul von der Kaffeekommune und ich habe heute mal was anderes vorbereitet. Und zwar kam die Kommandante MK4, nachdem wir Ewigkeiten darauf gewartet haben, bei uns an. Und ich habe mir gedacht, lasst uns die doch mal gemeinsam anschauen. So, da wollen wir mal gucken, was haben wir erstmal überhaupt hier drin. So, ich finde ja, die Verpackung erinnert mich immer so an eine Stange Zigaretten. Also als wäre man gerade kurz vorm Schmuggeln oder irgendwie im Tax-Free-Bereich am Flughafen gerade am Shoppen gewesen. Also hier habe ich die MK4, also das ist das ganz neue Modell. Ich habe sie selber auch noch nicht angeschaut. Also hier habe ich so eine Bedienungsanleitung, dann ist hier, das ist neu, das gab es früher nicht bei der MK3, so eine Filzmatte. Wahrscheinlich damit das so ein bisschen geschützter ist. Dann habe ich hier, ja, Kommandante ist berühmt natürlich für seine Sticker, die Holofolie. Leider geil, stehe ich drauf. Dann, falls man die Kommandante verschenken will, hat man auch noch mal einen Sticker von der Kommandante. Das ist hier so Garantie- und Echtheitszertifikat, weil tatsächlich ist es so, dass es dass immer mehr Fake-Kommandanten auf den Markt kommen. Gerade im asiatischen Raum ist das ziemlich abgefahren. Also ist so ein Echtheitszertifikat gar nicht mal so verkehrt. Und dann habe ich hier einmal die Kurbel sozusagen. Die Kurbel. Das ist auch neu, die getönte Scheibe hier. Die habe ich bei meiner MK3 nicht. Die Mühle selber. Und das interessiert mich nämlich auch. Also zwei unterschiedliche Kanister, die gab es früher auch schon. Der ist aus Glas, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist noch Glas. Das ist bei meiner MK3 auch so. Und hier habe ich ein neues Material. Merch, nicht schlecht. Und das ist nämlich jetzt ein Kunststoff. Ich weiß jetzt nicht genau was, es ist Polypropy oder sonst was. Steht jetzt auch nicht drauf, aber auch schön mit dem Logo eingelassen. Und tatsächlich finde ich das nicht so verkehrt. Und ich bin sehr gespannt, weil bei der MK3 hat sich öfters mal auch der Glaskanister unten gelöst beim Malen. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt bei der neuen ist. Ob das jetzt mit dem neuen Material dieses Problem behoben wurde. So, wollen wir mal gucken. In Papier eingepackt und es steht die Farbe drauf. Black. Gestempelt. Die werden ja in Deutschland gemacht, in Unterhaching, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist das eigentliche, die eigentliche Kerneinheit, eigentlich sozusagen Magic Happening. Und was mir jetzt auffällt direkt, ist einmal im Prinzip, dass sie rein optisch auf einer Seite nicht verändert hat, auf der anderen schon. Also ich habe einmal hier das Malwerk und die Malwerkeinstellung und auch die Möglichkeit, das Malwerk zu tauschen, was auch, ich weiß nicht, ob das mit der MK2 oder MK3 kam, hat sich das verändert. Und wir haben auf der anderen Seite, also das ist praktisch eigentlich von dieser Seite, sieht sie identisch aus zum alten Modell. Aber von der anderen Seite ist auf jeden Fall die Achsenhalterung hier von der Malachse ist neu. Also diese Materialien sind neu und auch der Look ist anders. Ich vermute, das hat nicht nur optische Gründe, sondern auch Stabilitätsgründe, weil das früher auch schon sehr gut war. Das Malwerk fühlt sich gut an. Dann baut man die eben zusammen. Ja, und jetzt hält es bombenfest. Und genau, das ist hübsch. Also im Prinzip so wie vorher auch. Aber es gibt doch ein paar neue interessante Änderungen. Die Malgradverstellung erfolgt hier unten über dieses Klickett. Das fühlt sich genauso an wie früher auch. Also ein schönes, sattes Klicken. Mache ich sie mal ganz zu. Jetzt blockiert sie. Und dann drehe ich so lange auf, bis sie sich dreht. Also das ist der feinste Malgrad. Die schleift. So. Im Prinzip ist das der feinste Malgrad, von dem ich dann ausgehe. Ne? Und ich habe bei meiner alten Mühle 24 Klicks sozusagen gröber als der feinste Malgrad. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So mache ich Aeropressen mit meiner Kommandante. Und das würde ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, so,
Jetzt haben wir ein paar Shots gemacht, ein paar Kaffees gemacht. Also Filterkaffee, wie zu erwarten, auch im kalten Zustand. Der ist lecker, der ist smooth. Das ist einfach, der macht Spaß, der ist sweet, der hat alles. Beim Espresso haben wir jetzt ein paar gemacht. Die Schwierigkeit ist jetzt, dass wir in dem Kontext den richtigen Mahlgrad nicht einstellen können bei dem Rezept, weil die Stufen dafür zu groß sind. Also das heißt, zwischen zwei Stufen liegen bei mir, der eine Shot läuft mit 40 Sekunden, der andere läuft dann mit 20. Das heißt, man müsste auf das Red Clicks Update gehen. Also das heißt, dass man eine feinere Stufung hat, wenn man die Mühle auch für Espresso nutzen will. Also, ich fasse zusammen. Kommandante, wie gewohnt, ja, geile Haptik, tolle Verarbeitung. Man merkt richtig, wie die Bohnen geschnitten werden. Wir haben hier einen Holzgriff, es ist kaum Kunststoff verbaut. Und der Kunststoff, der verbaut ist, wirkt sehr hochwertig, also auch hochwertiger als beim Modell davor. Und das heißt Haptik nur Pluspunkte. Ne? Bei der Mahlgradverstellung ist es so, in dem Preissegment würde ich mir wünschen, dass wir kein Upgrade bräuchten. Weil wir über eine Mühle sprechen, die 260 Euro plus minus kostet. Und da sollte eine Feinabstufung eigentlich schon mit drin sein. Für wen ist jetzt eigentlich die MK4 was? Also ich sag mal so, wenn ihr eine einfache Handmühle schon habt und einfach nicht mehr so lange kurbeln wollt, dann ist die Kommandante auf jeden Fall die richtige Wahl, weil sie halt gerade im Filterkaffeemahlgrad deutlich schneller mahlt als jetzt eine normale Handmühle mit einem Keramikmahlwerk oder ähnliches. Dann, ich denke auch, dass jemand, der Wert auf Haptik legt und einfach ein schönes, wertiges Objekt haben will, sicherlich auch mit der Kommandante absolut, absolut zufrieden sein wird. Habt ihr schon eine MK3? Weiß ich nicht, ob es sich lohnt, auf die MK4 abzugraden. Also meiner Meinung nach nicht. In der Summe eine tolle Mühle und mit Sicherheit ihr Geld wert und ein sinnvolles Investment, ein Lifetime-Investment. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video gehabt. Wenn ihr noch Fragen habt zur Mühle, irgendwas beantwortet haben wollt, kommentiert. Und ich freue mich über euer Feedback. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis bald, euer Paul.